Heute ganz in Rot und die Farbe spielt heute eine entscheidende Rolle, denn heute gibt es die große Abrechnung. Wir listen mal alle wichtigen Zahlen auf. Wir werden schauen, wer ist eigentlich der Crash-Pilot Nummer 1? Wer ist also der teuerste Pilot, der in der Formel 1-Saison 2023 für die meisten Crash gesorgt hat? Aber wollen wir auch gucken, in welchen Rennen sind eigentlich die meisten Kosten angefallen? Und wer bekommt nun eigentlich wie viel Preisgeld? Nach 22 Rennen die Saison zu Ende, nun ist klar, wer auf welcher Position sein wird. Und wir blicken auch noch abschließend auf die Sky-Quoten 2023. Da hatten wir vor einigen Wochen schon einmal angefangen, aber zu diesem Zeitpunkt standen ja noch einige Rennen aus. Und nun also sind die letzten auch über die Bühne gegangen, so also, dass wir heute die Gelegenheit haben, uns mal alle Zahlen anzuschauen. Und wir kommen zugleich auch noch einem Wunsch von euch nach. Die große Abrechnung, die große Analyse jetzt bei uns in den Champ One News. Ja, und damit willkommen zu unserer Sendung heute. Und ihr seht schon, ich habe einiges an Papier dabei, denn heute dreht sich alles wirklich nur um die Zahlen. Kennen wir natürlich auch aus unserem normalen Leben, aus unserem Alltag. Auch da dreht sich meistens alles nur um die Zahlen. Und auch heute, nachdem die Formel 1-Saison 2023 zu Ende ist, wollen wir uns all diesen Zahlen mal genauer widmen. Wir haben uns die Mühe gemacht und haben mal die ganzen Kosten zusammengerechnet, die in diesen 22 Rennen tatsächlich angefallen waren, und geschaut, wer ist eigentlich so der Crash-Pilot Nummer 1 und wer hat am wenigsten für Kosten gesorgt. Wir haben nochmal so eine schöne Übersichtsgrafik, wo man auch wunderbar sehen kann, alles schön alphabetisch geordnet von Alex Albon bis runter zu Yuki Tsunoda. Wir sehen, hier sind ja unheimlich viele Zahlen. Wir haben uns mal die Mühe gemacht, sowohl die Dollarzahlen anzugeben, wie auch den Euro. Also wir haben natürlich dann auch diese ganzen Dollarbeträge umgerechnet mit dem Wechselkurs Stand heute bei der Aufzeichnung dieser Sendung. Ja, und wenn man das sieht, es ist nicht einfach nur so diese Übersichtsgrafik. Wir haben uns auch mal die Mühe gemacht und mal geguckt, wo sind diese meisten Kosten eigentlich angefallen. Was wir schon mal sagen können, was wir ja auch schon mal hier sehen können, ist, dass wir über fast 40 Millionen Dollar sprechen, die an Schäden wiederum oder durch Schäden zustande gekommen sind. Fast 40 Millionen US-Dollar. Das ist schon wirklich eine beachtliche Summe, und wir reden ja hier in der Summe von 22 Piloten, die da in diesem Jahr zum Einsatz gekommen sind. Umgerechnet in Euro sind das Ganze dann knapp 36 Millionen Euro, um es genauer zu sagen, 35 Millionen 970.805 Euro. Also eine Menge, was da also zusammenkam. Wir können uns das Ganze mal auch anschauen. Mal das Ganze ein bisschen überfliegen. Bahrain kann man schon mal festhalten. Der Saisonbeginn, da ist nicht wirklich viel an Kosten angefallen. Wir sehen hier 125.000 Dollar ist an Schäden zusammengekommen, die ein Pilot da zusammen erwirtschaftet hat. Umgerechnet auch da, wir sehen die Zahlen, umgerechnet in Euro wären das dann 114.193 Euro an Schäden. Und wenn wir mal weitergehen, Saudi-Arabien auch noch recht überschaubar. Wir sehen hier, da hatten zwei Piloten dann auch für Kosten gesorgt. Australien wurde es dann schon ein bisschen mehr, deutlich mehr, nämlich rund 2,3 Millionen Euro. Aserbaidschan ging es ähnlich weiter, verschiedene Kosten, die da provoziert oder produziert wurden, ja, sowohl provoziert wie auch produziert wurden. In Aserbaidschan, auch da reden wir über eine stolze Summe von 2,1 Millionen Euro. In dem ersten US-Rennen, was wir in diesem Jahr hatten, von insgesamt drei in Miami, reden wir also hier von knapp 1,3 Millionen Euro. Richtig teuer, dazu kommen wir nämlich auch noch gleich, wurde es dann im weiteren Verlauf dieser Saison. Aber Monaco, wir sehen die Zahlen, ist zugleich nicht das teuerste Rennen in diesem Jahr. Da gibt es nämlich noch einen ganz anderen Grand Prix. Trotz allem sind in Monaco
über 3 Millionen Euro angefallen, die durch Schäden, die durch Ausfälle zustande gekommen waren. Österreich, da auch wieder mal im Vergleich oder ähnlich wie in Bahrain, recht wenig, in Anführungsstrichen mit $125.000. Und dann bleibt es noch auf niedrigem Niveau in Großbritannien, Ungarn leicht höher. Und jetzt kommen wir aber zu dem Rennen, wo es richtig geknallt hat, auf gut Deutsch, und das, was richtig teuer war. Belgien, auch da bei knapp 1,9 Millionen Euro. In den Niederlanden, das ist das teuerste Rennen in diesem Jahr, mit $5,4 Millionen. Das sind fast 5 Millionen Euro. Kein anderer Grand Prix in diesem Jahr hat mehr Kosten verursacht als das Heimspiel von Max Verstappen. Italien ging es wieder runter, Singapur gehörte nochmal auch gut dazu mit 2,3 Millionen Euro. Japan nochmal eine teure Angelegenheit gewesen mit knapp auch 2,9 Millionen Euro. Katar bleibt bei knapp unter einer Million. Austin auch noch ein Grand Prix, der recht überschaubar war. Mexiko wieder drüben mit knapp 1,6 Millionen. Brasilien auch nochmal eine teure Angelegenheit gewesen, genauso auch wie Las Vegas. Vor allem da trug ja dieser unverschuldete Unfall bzw. der Schaden am Auto von Carlos Sainz noch dazu bei, der alleine mit 1,2 Millionen US-Dollar zu Buche steht. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Gesamtkosten aus, nämlich über 3 Millionen Dollar. Das sind knapp 2,9 Millionen Euro. Und das Saisonfinale in Abu Dhabi, hier sind wir dann bei 1,3 Millionen Dollar. Das sind ungefähr knapp 1,2 Millionen Euro. Also ist einiges zusammengekommen in diesem Jahr und wir haben uns mal die Top 5 auch rausgepickt. Das spielt heute nämlich auch eine entscheidende Rolle. Und wir haben uns gefragt, was sind die Top 5 der teuersten Rennen 2023? Und ich habe es ja schon erwähnt, hier sehen wir es aber nochmal auch in der Übersicht. Niederlande, das teuerste Rennen, eben mit 4,9 Millionen Euro, gefolgt von Monaco mit 3,414 Millionen Dollar. Dann ganz knapp dahinter auf Rang 3 Brasilien mit 3,410 Millionen Dollar. Und dann haben wir da hinten Japan, leicht vor Las Vegas, mit 3,119 Millionen Dollar und auf Rang 5 der Premieren Grand Prix von Las Vegas mit 3,112 Millionen Dollar. Im Gegenzug wollten wir mal schauen, was waren die billigsten Rennen, also sprich Rennen, wo am wenigsten Kosten verursacht wurden durch Schäden oder durch Unfälle bzw. Crashs. Und da werden wir direkt fündig auf dem ersten Platz mit Bahrain. Wir haben Bahrain an erster Stelle gesetzt, weil das ja auch das erste Rennen des Jahres 2023 war, gefolgt von Österreich mit gleicher Summe. Dann geht es weiter nach Saudi-Arabien mit $255.000, Italien auf Rang 4 mit $317.000 und Großbritannien mit $350.000. Und wir haben uns auch mal noch die Mühe gemacht, mal noch mal rauszufiltern, die Top 5 der teuersten Piloten des Jahres. Also wer war der Crash-Pilot des Jahres 2023? Und man kann es schon erahnen, es ist auf Platz 1 Logan Sargeant im Williams, der nämlich auf eine beträchtliche Summe kommt mit 4,3 Millionen Dollar. Das sind umgerechnet fast 4 Millionen Euro. Und man mag es sich kaum vorstellen, aber Carlos Sainz findet sich auf Platz 2 wieder, der nämlich 3,6 Millionen US-Dollar verursacht hat. Das sind 3,3 Millionen Euro. Dann dahinter haben wir Sergio Perez mit 3,2 Millionen Dollar. Das sind knapp 3 Millionen Euro. Auf Rang 4 Esteban Ocon mit das ganz knapp unter der 3 Millionen Dollar Grenze geblieben. $2.999.000. Das sind 2,7 Millionen Euro. Und auf Rang 5 Lance Stroll, der ist knapp hinter Esteban Ocon mit $2.834.000, also knapp 2,6 Millionen Euro. Ja, und im Gegenzug, wer gehört zu den 5 billigsten Piloten, also sprich zu denen,
die in diesem Jahr am wenigsten Kosten verursacht haben durch Schäden. Und da findet sich auf Platz 1 gleich mal der neue alte Weltmeister wieder. Max Verstappen, der kommt auf gerade einmal $345.000. Das sind knapp über 300.000 Euro. Gefolgt von George Russell in Mercedes, der kommt auf $670.000, also auf umgerechnet 612.000 Euro. Dann auf Platz 3 bei Valtteri Bottas. Wir haben bewusst jetzt hier Valtteri Bottas gewählt, weil eigentlich müssten nämlich noch Nyck de Vries und Daniel Ricciardo noch mit in diese Liste. Allerdings, beide Piloten haben ja keine vollständige Saison gefahren. Nyck de Vries, wie wir wissen, nach 10 Rennen aussortiert worden. Und Daniel Ricciardo, der kam ja mit dem Zandvoort Grand Prix, beziehungsweise da ist er ja ausgefallen dann für 5 weitere Rennen. Da haben wir gesagt, okay, wir lassen die raus, weil beide eben keine vollständige Saison gefahren waren. Also, haben wir hier Valtteri Bottas auf der 3 mit $700.000, das sind dann knapp 640.000 Euro, gefolgt von auf Rang 4 Fernando Alonso, der kommt auf $830.000, also knapp 758.000 Euro. Und die 880.000 Euro, so muss es sein. Und dann haben wir Lewis Hamilton mit eben $830.000. Das mal hier so weit dazu. Und auch eine der spannendsten Fragen ist natürlich, jetzt wo wir die Saison 2023 zu Ende haben und wir wissen, wer diese Saison auf welchen Plätzen abschließen wird. Wer bekommt jetzt also wie viel Preisgeld? Das ist natürlich eine sehr zentrale Frage. Haas, das schlechteste Team des Jahres 2023, ergo bekommen die beiden, oder die beiden, bekommt Haas, das Haas-Team, auch am wenigsten Geld, Preisgelder. Und zwar in Summe sind das $60 Millionen, das sind umgerechnet knapp an die 55 Millionen Euro, gefolgt von Alfa Romeo auf der 9, die auf $69 Millionen kommen, das sind umgerechnet rund 63 Millionen Euro, gefolgt von auf der 8. Position Scuderia Alfa Tauri, die bekommen dann weitere 9 Millionen mehr, also $78 Millionen, das entspricht knapp über 71 Millionen Euro. Auf Rang 7 das Williams-Team, da wo ja Alpha Tauri ja leider nicht mehr rankam, weil man die Strategie ja bekanntermaßen beim letzten Rennen in Abu Dhabi falsch gewählt hat, wo sich ja auch Franz Tost richtig in Rage geredet hat beim anschließenden Interview bei Sky. Jedenfalls Williams, die Nutznießer, auch wenn sie jetzt zuletzt nicht mehr in die Punkte fahren konnten, erhalten $87 Millionen, das sind knapp 80 Millionen Euro. Dann auf der 6. Position das Alpine-Team erhält $95 Millionen, das entspräche knapp 87 Millionen Euro. Dann wird es dreistellig, zumindest mal was die volleren Zahlen betreffen. Aston Martin beendet ja die Saison auf dem 5. Rang, bekommt also $104 Millionen, das entspräche rund 95 Millionen Euro. Dann haben wir McLaren auf der 4, der große Profiteur, kann man sagen, der Saison 2023, erhalten $113 Millionen, das entspräche knapp 103 Millionen Euro. Ferrari, die es leider nicht mehr geschafft haben im letzten Rennen, Vize-Weltmeister in der Konstrukteurswertung hinter Red Bull zu werden, müssen sich mit Platz 3 begnügen, erhalten $122 Millionen, das sind 114 Millionen Euro. Dann eben der neue Vize-Weltmeister, eben Mercedes, $131 Millionen, das sind knapp 120 Millionen Euro. Und Red Bull, wieder einmal Konstrukteursweltmeister zum zweiten Mal in Folge, bekommen $140 Millionen, das entspräche knapp 128 Millionen Euro. Wir sehen also die Spanne zwischen dem letzten Platz, den eben Haas belegt, und dem ersten Platz, eben wo Red Bull zu finden ist, ist ein Unterschied von stolzen $80 Millionen. Also es ist schon natürlich auch eine Frage, die wichtige Frage, wer die Saison auf welchem Platz dann abschließt. Ja, was natürlich auch noch Teil dieser ganzen Abrechnung, dieser ganzen Zahlen für 2023. Wir haben ja darüber auch schon eine Sendung gemacht, wo wir anlässlich der kritischen Aussagen von Christian Danner,
der ja über den Niedergang der Formel 1 in Deutschland gesprochen hat, das ja zum Anlass genommen, uns mal die Einschaltquoten näher anzuschauen. Wir haben ja dabei auf die RTL- und Sky-Quoten der letzten Jahre geblickt. Wir wissen, 2021 war RTL ja noch voll mit dabei und 2022. Und seit diesem Jahr gibt es ja nur noch diese vier Rennen, dann von Sky über YouTube, über App und über die Homepage. Ja, und wir haben uns jetzt mal, nachdem jetzt ja alle Rennen über die Bühne gegangen sind, uns nochmal alle Zahlen angeschaut, das zusammengefasst. Und als wir beim ersten Mal über die Quoten von Sky gesprochen haben, und da passt die Farbe Rot wunderbar dazu, weil überwiegend ist bei Sky nämlich wirklich ja, sehr vieles rot, also sprich schlechter als im Vergleich zum Vorjahr. Und da können wir uns das Ganze nämlich mal angucken, der Vergleich und auch die Analyse dazu. Gehen wir mal durch, Bahrain 2022 hatte bei Sky, wir müssen dazu nochmal erklären, es gibt ja verschiedene Zielgruppen, die Zielgruppe ab 3, das ist quasi die Gesamtzielgruppe. Da kommt nämlich Sky auf 1 Million Zuschauer und wir haben auch noch den Marktanteil mit dazu gepackt, weil das eben beim letzten Mal gewünscht worden war, dass auch das nochmal ersichtlich wird. Das haben wir eben auch noch mit reingepackt. Kam Sky auf 6% in der Gesamtzielgruppe. In der werberelevanten Zielgruppe sieht es dann auch nochmal ein bisschen anders aus, die ja immer noch, auch wenn das System ja mittlerweile längst überaltert ist, oder beziehungsweise überholt werden sollte, modernisiert werden müsste, wie auch immer man es formulieren mag. 14 bis 49 haben wir da in diesem Zug jetzt allerdings weggelassen, sondern uns auf die Marktanteile der Zuschauer gesamt fokussiert. 6% in diesem Jahr, und das ist vielleicht auch, kann man von vornherein sagen, das erfolgreichste Rennen bei Sky gewesen, der Saisonauftakt in Bahrain, kam eben in diesem Jahr auf 890.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 5,10%. Man kann auch schon mal vorweg sagen, Sky hat es in keinem dieser 22 Rennen in diesem Jahr geschafft, die Millionenmarke zu übertreffen. Anders eben als noch 2022, denn da gab es nach Bahrain gleich den nächsten Knüller mit Saudi-Arabien, kam es gleich auf 1,1 Millionen Zuschauer und 4,1% in diesem Jahr waren es dann nur 760.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 3,6%. Australien sehen wir auch hier im vergangenen Jahr 510.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 11,1%. In diesem Jahr war das auch leicht weniger, nur 440.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 8,4%. Also wir sehen hier, das sind ja alles die Bereiche, die rot markiert sind. Das heißt, das sind die Zahlen im Vergleich zum letzten Jahr, wo es gleich schlechter geworden ist. Das heißt, man hat es nur dreimal in diesem Jahr geschafft, einen besseren Wert als im Vorjahr zu erzielen. Aber in den ersten 5 Rennen ist das Sky nicht gelungen. Aserbaidschan letztes Jahr 650.000 Zuschauer. In diesem Jahr waren es nur 500.000 Zuschauer. Miami letztes Jahr 800.000 Zuschauer. In diesem Jahr nur 600.000. Emilia-Romagna, das ist ja bekanntermaßen in diesem Jahr ausgefallen aufgrund der dortigen Flutkatastrophe, die da herrschte in Italien. Deswegen gibt es da keinen Referenzwert. Natürlich im letzten Jahr waren es 800.000 Zuschauer, aber das können wir natürlich mit 2023 nicht in den Vergleich beziehen. Wir sehen auch hier Monaco 2022 wieder mal ein Rennen gewesen, wo Sky über eine Million Zuschauer erreichte. In diesem Jahr war es der wirklich furchtbare Absturz, den Sky da erleiden musste. Gerade einmal grottenschlechte 360.000 Zuschauer konnte Sky da in diesem Jahr erzielen und das entspricht 6,5% Marktanteil. Spanien, das ist mal eins dieser drei Rennen, wo Sky ein wenig zulegen konnte im Vergleich zu 2022. Wir sehen es hier im letzten Jahr 690.000 Zuschauer, in diesem Jahr waren es 780.000 Zuschauer. Dann die nächsten beiden Rennen in Kanada, Österreich, wieder schlechter als im Vorjahr. Frankreich, letztes Jahr noch im Rennkalender gewesen, seit diesem Jahr nicht mehr. Also auch da können wir keinen direkten Vergleich ziehen. Dann mit Großbritannien und Ungarn zwei Rennen, wo man besser abschnitt als im Vorjahr, wenn auch nur minimal. Großbritannien, also Silverstone, 630.000 Zuschauer 2022, 690.000 Zuschauer 2023.
Ungarn eben 790.000 Zuschauer, in diesem Jahr waren es 860.000 Zuschauer. Dann haben wir wieder 5 weitere Rennen, die Sky schlechter Abschnitt als im Vorjahr. Belgien, Niederlande, Italien, Singapur, Japan. Wir sehen hier, wenn wir auch mal einen Blick werfen auf Singapur, da hatte man letztes Jahr immerhin mal noch 660.000 Zuschauer. In diesem Jahr waren es gerade einmal 440.000 Zuschauer. Japan, wissen ja, ein Rennen, was frühmorgens stattfindet. Im letzten Jahr immerhin noch 400.000 Zuschauer, die sich morgens aus dem Bett bequemt haben, um das Rennen zu sehen. In diesem Jahr waren es 120.000 weniger und so kam man nur auf 280.000 Zuschauer. Katar, natürlich auch kein Vergleich zum Vorjahr, weil es nicht im Rennkalender war. In diesem Jahr, deswegen ist es auch neutral gekennzeichnet, waren es 700.000 Zuschauer. Dann weitere Quotenabstürze in Austin, Mexiko und Brasilien deutlich. Austin 2022 noch 680.000 Zuschauer, in diesem Jahr 490.000 Zuschauer. Mexiko ist man abgestürzt von 580.000 auf 440.000. Und den größten Absturz dieser 3 Rennen gab es in Brasilien von 0,75 auf 0,57 Millionen. Ja, dann haben wir die Las Vegas-Premiere mit dabei. Wie der Name ja schon verrät, gab es ja 2022 noch kein Las Vegas. Also auch da ist es neutral gekennzeichnet. Man kam auf 300.000 Zuschauer. Klar, es war auch frühmorgens ein Rennen, das stattgefunden hat, aber gemessen dran, dass es eine Premiere war. Also nach über 40 Jahren, man wieder in Las Vegas fährt, ist das Interesse doch, nennen wir es mal, ein wenig überschaubar gewesen. Klar, der Umstand, Max Verstappen schon längst Weltmeister gewesen, aber trotzdem muss man sagen, es gab jetzt nicht die große Menge an Zuschauern, die sich gesagt haben, doch, da stehe ich auf, das will ich mir anschauen, ich will wissen, wie läuft das dann da in diesem ersten Rennen ab. Also da gab es in der Vergangenheit schon Rennen, die frühmorgens stattgefunden haben, die quotentechnisch aber besser performt haben als Las Vegas. Also so muss man sagen, ist es schon irgendwo auch eine kleine Enttäuschung und man könnte durchaus sagen, man hätte sich ein wenig mehr davon versprochen. Ja, die Marktanteile, beziehungsweise der Marktanteil hierfür, der ist uns leider nicht bekannt. Das konnten wir leider nicht herausfinden, deswegen ist es auch als solches gekennzeichnet. Das gleiche gilt auch für Abu Dhabi. Auch da hat man wieder mal quotentechnisch einiges liegen lassen müssen. Das ist jetzt schon zum zweiten Mal in Folge. 2021, dieses spektakuläre, dramatische Saisonfinale in Abu Dhabi. Das war auch ja ein Rennen bei Sky, was unter 1 Million Zuschauer blieb. Darüber hatten wir auch gesprochen. 2022 waren es dann nur 0,75 und in diesem Jahr ging es dann noch weiter runter auf nur noch 0,49. Das heißt also, weniger als 1,5 Million Zuschauer haben dieses Rennen tatsächlich verfolgt. Wenn wir uns mal die Durchschnittszahlen anschauen, hat Sky 2022 durchschnittlich 750.000 Zuschauer erreicht. Das entsprach einem Marktanteil von 5,46%. In diesem Jahr, wie gesagt, Las Vegas, Abu Dhabi jetzt nicht mit einbezogen, aber auch da wird es nicht einen großen Unterschied machen. Man sieht hier, Sky hat eine Menge Zuschauer verloren, nur im Durchschnitt 590.000 Zuschauer erreicht. Klar, jetzt kann man sagen, diese Saison war aber auch unfassbar langweilig. Wir hatten auch nun mal 21 Red Bull-Siege, alleine 19 davon auf das Konto von Max Verstappen und nur einmal Ferrari. Aber trotzdem, die Neugierde selber ist nicht so wirklich groß. Und da sind wir wieder bei dem Thema, das Christian Danner ansprach, ne, bei den Niedergängen in Deutschland gesprochen hat. Gerne auch nochmal anschauen bei uns in der Mediathek oder auch auf YouTube. Marktanteilstechnisch sieht das Ganze dann so aus, auch da hat man verloren, auch wenn es, wie gesagt, diese 4,86%, die das im Durchschnitt sind, eben gemessen wurden, beziehungsweise ermittelt wurden, ohne Las Vegas und ohne Abu Dhabi. Aber auch da würde man jetzt wahrscheinlich nicht groß über die 5%-Hürde kommen. In beiden Fällen, also 2022 und 2023, gab es jeweils 22 Rennen, die tatsächlich gefahren wurden. Und so kann man durchaus sagen, dass man da einen guten Vergleichswert dann auch hat. So, wir haben uns auch nochmal die Mühe gemacht, uns die 5 erfolgreichsten Rennen 2022 mal rauszupicken. Das war eben 2022. Wir sehen hier dreimal alleine war Sky über der Millionenmarke in Saudi-Arabien, Bahrain und Monaco. 1,1 und zweimal 1 Million Zuschauer. Und dann auf Rang 4 Kanada und Frankreich mit
840.000 bzw. 830.000 Zuschauer. Wenn wir uns das mal im Vergleich anschauen zu den fünf erfolgreichsten Rennen 2023, stellen wir, wie schon erwähnt, fest, dass man in keinem Falle einmal über der Millionenmarke war. Das erfolgreichste Rennen bei Sky war der Saisonauftakt in Bahrain mit eben diesen 890.000 Zuschauern, gefolgt von dem Ungarn Grand Prix an zweiter Stelle, vor Spanien mit 780.000 Zuschauern, Saudi-Arabien 760.000 Zuschauer und Belgien mit 720.000 Zuschauern. Und auch mal noch die fünf schlechtesten Rennen im Vergleich. 2022 war das an erster Stelle Japan mit 400.000 Zuschauer. Das finden wir auch in diesem Jahr wieder. Auch da ist Japan das Schlusslicht, nur dass es da einen Unterschied ausmacht von 120.000 Zuschauer. Dann sehen wir hier Australien 2022 510.000 Zuschauer. Da finden wir in diesem Jahr an zweiter Stelle schon Las Vegas wieder mit 300.000 Zuschauer. Dann Mexiko 2022 mit 580.000 Zuschauer. Hier findet sich an dritter Stelle dann Monaco wieder, was wirklich ein herber Quotenabsturz war. Also so brachial abgestürzt ist die Formel 1 bei Sky noch in keinem anderen Rennen zuvor. Das war schon ein drastischer Absturz. Eben mit diesen 360.000 Zuschauer, da findet sich eben Mexiko an dieser Stelle im vergangenen Jahr wieder. Und dann haben wir auf den Rängen 4 und 5 von 2023 haben wir dann Australien mit 440.000 Zuschauer und eben auch Singapur mit gleicher Zahl. Da gibt es auch noch einen sechsten Platz, wäre auch Ungarn tatsächlich. Wenn man noch einen sechsten Platz dazu nehmen würde, kämen wir auf den gleichen Wert, auch nämlich auf 440.000 Zuschauer. Also, das mal die Übersicht, die große Zahlenabrechnung kann man sagen. Die Zahlen, die wichtigsten Zahlen, um euch die mal auch nach Abschluss dieser Formel 1 so ein wenig nachgeliefert zu haben, dass ihr auch da einen Überblick dazu bekommt. Durchaus immer wieder mal interessant zu sehen, wie sich das alles so entwickelt hat im Vergleich auch zu 2022. Und wie gesagt, Logan Sargeant ist der Crash-Pilot Nummer 1, weit vor Carlos Sainz, aber schon überraschend, dass ein Ferrari-Pilot an zweiter Stelle steht. Klar, man müsste nochmal diese 1,2 Millionen Dollar abziehen, eben durch das durch das Pech in Las Vegas im ersten freien Training, wo es diesen Bullydeckel so angezogen hatte, diesen Wasserschacht. Wenn das natürlich nicht gewesen wäre, wäre natürlich auch Carlos Sainz nicht an dieser Position. Ist leider Pech, aber wird trotzdem offiziell so auch in die Wertung mit einfließen, auch wenn man da nichts dafür kann, weder Fahrer noch das Team. Ja, damit ist auch zahlentechnisch die Saison 2023 abgeschlossen. So viel kann man an dieser Stelle schon mal festhalten. Und wir melden uns natürlich auch wieder die nächsten Tage und Wochen und versorgen euch weiter mit aktuellen News rund um die Formel 1. Und wir werden uns auch eben in genau dieser Zeit noch ein weiteres Mal mit der Saison 2023 beziehungsweise auseinandersetzen. Und das höchstwahrscheinlich nicht nur einmal, denn da gibt es noch einiges aufzuarbeiten. Soweit für den Moment. Alles Weitere und Wichtige auch gerne bei uns über unseren WhatsApp-Kanal. Einfach auf champ1.de/WhatsApp und ihr verpasst keine News zu Champ 1 und natürlich auch aus und rund um der Formel 1. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Macht's gut und tschüss.